So, Freunde, servus, grüezi, hallo. Wir machen auf Double Masters 2022 Draft Booster. Und zwar würde ich sagen 2. Ja, damit ich dann auch mal sehe, was hier drin ist. Ein Gefühl dafür kriege. Das kommt mal hier hin. Das machen wir jetzt auf. Danach im Video wahrscheinlich noch Collector Booster. Klar. Das wird dann wahrscheinlich nicht so lange. Sind ja nur 4 Booster in so einem Collector Booster drin, aber. Gut, Double Masters, lang erwartet, heiß ersehnt, Preis ist hoch, ich mache es trotzdem auf, also wenn ich es verkaufen jetzt, würde ich sofort Profit machen, das ist selten, aber wir gönnen uns den Spaß, wir gucken mal, was hier so ist, wie immer, bei Magic muss ich jetzt erstmal wieder reingucken, ich habe zwar schon einige Openings gesehen, aber... Gut, wie sortiere ich mir das? Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Foil Uncommon, Lord of Extinction, noch eine Foil, Mythic, Carador. Bin ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig, wie ich das hier... Wahrscheinlich sortiere ich es mir am Ende zusammen. Die Commons am Ende machen keinen Sinn. Okay. Das bedeutet, hier ist noch ein Land. Die Foils. Ich glaube, ich lasse es so. Foils. Mythics. Token und Rest. Gut. Also, für mich ist es ja mal hier. Obwohl, mache ich das Land noch mit dazu? Ja. Uncommon und Common. Full Art, Inquisition of Kozilek. Also, vielleicht. Nö, die sortiere ich mir auch am Ende durch. Uns geht es ja jetzt nur darum, zu gucken, was ist hier drin, was sind die Hits. Dann considere ich das jetzt mal als Nord-Erhit. Wie wär's mit Deutsch, du Depp? Also, Imperial Seal ist wohl die geilste Karte. Die gefragteste, die teuerste. So. Land Cycle ist wieder teuer. Wren and Six. Das ist die zweiteuerste. Und Cavern of Souls, wenn wir die finden, ist auch teuer. So, Full Art Foil. Gut. Bin mal gespannt, ob irgendeiner von den teuren drei dabei ist. Ein Collectors Draft Booster. Sorry, Draft Booster. Kostet 265, sowas um den Dreh, also eine Menge Holz, schön die Full Arts und die Kartenqualität ist in Ordnung. Ich habe mir eigentlich letztes Mal gedacht, dass ich keine Magic Karten mehr aufmache, aber das geht schon klar. Die sehen gut aus, das ist in Ordnung. Die Foils waren hier nichts. Ganz, ganz viele Commons. Ja, dann werde ich mir auch mal die Mühe machen und die am Wochenende einstellen. Schön listen. Ich habe zu wenig Magic. Ich hätte gern ein bisschen mehr. Also, öffnen ist die Devise. Kozilek. Teuer. Müsste bei... Obwohl, das kommt jetzt auf die... Moment, ich schaue mal eben, ob das die einzige Variante ist. Wir sind ja hier beim Draft Booster. 27 Euro. Ja, es sind schon echt viele eingestellt. Ne? Schon richtig viele Händler vom Vorverkauf von 32 auf 26 schon runter. Gut. Das so viel dazu. In Foil sind die alle natürlich deutlich mehr wert, das versteht sich von selbst. Nach Imperial Seal, Bandit Six und Caverns of Souls ist ein bisschen Abstand. Kommt dann noch Mana Vault. Wow, Phyrexian Altar. Ist auch teuer, die müsste auch bei 26. Moment. Es ist ja, mal gucken, ob ich sie finde. Ist das in der Seltenheit hier angegeben? Nee, das ist nicht die Full Art. Die normale liegt bei 26. Wow, sind die Preise schon wieder gefallen. Wahnsinn. Also,
Das ist bestimmt bei den Extras. Ich gucke jetzt nur bei den normalen. Moment. Es gibt Double Masters 22 Extras. Schauen wir mal kurz bei Phyrexian, Alter. Wobei ich davon ausgehe. Nummer 396. Wow, gibt es hier viele. Nein, muss ich im Nachgang machen. Wisst ihr Bescheid? Die sind voll. Vielleicht recherchiere ich mal die Hits am Ende zusammen. Dann lege ich mir mal die noch hier oben hin. Es ist zwar nur eine Rare, aber. Aber gut. Das ist schon crazy, wie viel Wizards of the Coast jetzt damit verdient. Die Preise sind so krass teuer. Ich meine, es sieht auch alles cool aus, es ist schön gemacht. Aber ja, die werden wahrscheinlich richtig gute Zahlen schreiben. Ausverkauf, Preis verdoppelt. Na, also für so einen Booster. Boah. Über 10 Euro für einen Draft. Nee, stimmt ja gar nicht. Sind 36 Stück drin. Mein Versehen. Also 265 Euro ist gerade der günstigste Preis für ein Display. 36 Booster sind drin. Immer bei keinen 8 Euro. Ja gut. Celestia Sanctuary. Ich guck mal, ob das hier dabei ist. Extras? Nee, ist falsch. Ich gehe zurück auf die normalen Einzelkarten. Und ich finde diese Karte jetzt auf Anhieb nicht. Ja, ich gebe es am Ende mal einzeln ein. Ist natürlich total cool. Land, Full Art, Foil. Finde ich schön. So, die ganzen Comments hier hinten, das kann man wirklich überspringen. In Ordnung, habe ich verstanden, habe ich was gelernt. Ich bin da jetzt nicht so aktiv bei Magic. Ich mache das gerne auf, weil ich es früher. Arabian Nights, Ice Age, das war meine Zeit. Bin ja schon alt. Ansonsten, es ist hart, wie sich das alles gewandelt hat. Wie viele flashy Varianten es jetzt gibt. Ihr werdet es ja dann sehen in den Collector Boosters, aber jetzt bleiben wir erstmal hierbei. Wow. Dragonlord, Dromoka, Full Art, Mythic. Ja, muss ich dann wohl noch mal alles suchen. Ich finde es gerade nicht auf Anhieb. Das ist echt krass, wie manche aussehen. Hab's schon in zig Videos gesehen jetzt. Das Set ist wirklich sehr beliebt und ein Home Run. Die Karten sind zu teuer. Die Kartenpreise werden noch weiter runtergehen. Nur mal schauen, ob man mit den Hits irgendwie annähernd an die 265 kommt. Könnte momentan noch sein, außer ich habe jetzt ganz viel Pech. So, die hätte ich mir schon mal nach Rarity sortieren können, aber ich tue das mir aus dem Weg. So, so, so. Okay. Ja, eigentlich sind wir ja schnell durch. Durch so ein normales Draft-Display. Deshalb mache ich zwei Stück auf. Dragonlord. Also, Kartenqualität kann man diesmal wirklich so gar nichts sagen. Es ist keine Schäden. Finde ich klasse. In der Collector's Edition gibt es diese Textured-Karten, wo man da wirklich auch wie bei Pokémon so ein bisschen geriffelte Oberfläche hat. Hierbei liegt der Hauptaugenmerk irgendwie auf den teuren Mythics. Wie gesagt, Imperial Seal, Random Six. Und auch die Caverns of Souls sind Mythic. So, Muldrotha, noch eine Mythic. Okay, das ist alles schön und gut. So, das sieht richtig gut aus, ne? Also muss man ja schon sagen. Wahnsinn. Kriegt es meine Kamera jetzt eigentlich hin, heran zu zoomen? Ja, tatsächlich. Also, das Problem war, dass ich sonst immer auf
ein bisschen näher auf den Tisch reingezoomt habe und dann hatte ich ein Verhältnis von, keine Ahnung, 0,8. Jetzt habe ich es einfach mal auf einfacher Größe gelassen und dann scheint die Kamera keine Probleme zu haben. Das machen wir ab jetzt immer so. Alles klar, noch drei Booster in diesem Display. Dann mache ich direkt das nächste auf und ganz am Ende gucken wir mal, ob da was Teures dabei war. Und dann, ja, lade ich jetzt dann hoch. Danach kommt Double Masters Collectors Booster. Ja, schätze beide jetzt direkt. Eins direkt am nächsten. Ich habe gelernt, wenn ich Editionen hier habe am Erscheinungsdatum, dann ist das wirklich noch gefragt. Dann gucken sich die Leute das gerne an. Also, wenn ihr das erste Mal hier seid, willkommen im Wochenende. Macht's euch bequem, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Ein Display haben wir noch. Moment, ich habe mal einen Stift durch. Und ja, hoffen wir mal jetzt auf eine der ganz teuren Karten. Auf meinem Channel werde ich eine Verlosung starten, sobald 100 Abonnenten da sind. Moment, die lege ich mir mal. Die lege ich mir nochmal hier hin. So. So. So, das kommt auch weg. Ich kaufe momentan noch Flash- und Blattsammlungen zu ca. 70% vom nächsten Kartmarktpreis. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Hier, auch. Artwork. Ist das nicht crazy? Richard Kane, Ferguson. Viele von diesen bunten Karten, wo richtig was los ist, sind hier drin. Okay. Bitter Blossom, noch ein Mythic. Holt man sich mal eben so locker raus und legt den Rest weg. Prinzipiell könnte ich mir das alles schön angucken und durchlesen und machen und tun. Aurelia, The War Leader, auch dabei. Aber ich werde es mal am Ende durchsortieren. Wenn Karten dabei sind, die ich besonders cool finde, könnte es gut sein, dass ich die behalte. Mentor of the Meek. Ansonsten, ja, wird das alles bei Kartenmarket inseriert. Bei Magic ist ja ganz, ganz krass, wie hart der Preisverfall da ist. Ab den Vorbestellungen dann am ersten Tag. Da wird sich unterboten ohne Ende. Moment, war hier eine? Nein. Und deshalb, da hat man eigentlich sehr viel Arbeit mit, weil ich preise die jetzt ein, ich inseriere die, dann werde ich tagelang unterboten und dann kauft natürlich auch keiner von mir. Bis auf ganz wenige Ausnahmefälle, die Karten, die dann doch so gefragt sind, dass sie noch im Preis steigen. Und naja, eigentlich müsste ich hier alle zwei Tage meine Preise anpassen, damit ich überhaupt noch was verkaufe. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk auf den teuren, besonderen Mythics und Foils. Ich bin ja Händler. Ich mache hier nur auf, damit ich ein bisschen Spaß habe, aber auch damit ich noch was verdiene damit. Könnte mit diesem Set zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich sein. Ja, ich muss gleich mal gucken, ob ich nicht da doch Mythics dabei habe. Ansonsten mache ich hier nochmal Platz. Schauen wir mal weiter. So. Nichts. Diese ganzen Extended Arts, Full Arts, meine ich. Da sind ja auch hier Ankommen. Ich meine, ne? Kann nichts wert sein. Aber es sieht super genial aus. Auch wenn mittlerweile alles überflutet ist mit Foil und Extended Art und dann Edged und dann noch und nöcher. Jetzt dann, wie gesagt, das erste Mal in den Collectors die Textured-Karten.
Es geht noch mehr durcheinander. Es kann noch eine Schuppe draufgelegt werden. Wenn sie dann anfangen, die Karten zu nummerieren, so wie bei Sportkarten. Meine, Autogramme macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber das wäre natürlich auch noch eine Variante. Bei Kamigawa Neon Dynasty haben wir es gesehen. Eine und dieselbe Karte in verschiedenen Farben, Seltenheitsstufen, ne, Neonfarben, die dann so selten zu machen, dass es wirklich voll die Chase-Karte ist und die dann richtig teuer sind. Können sie in Zukunft hier auch noch bringen. Ansonsten, das hier war jetzt schon zweimal. Moment, das ist eine Uncommon und eine Rare. Die sollten jetzt nicht so selten sein, weil sie halt Uncommon und Rare sind. Aber wie ihr seht, hab nur zwei Stück davon gehabt in zwei Displays. Bin ich auch mal auf die Anzahl der Mythics gespannt. Okay. Diesen zwei Displays geht dann langsam die Puste aus. Die anderen werde ich erstmal wahrscheinlich Menschen abgeben, die dann vielleicht mehr Glück haben. Und ja, jetzt sind wir schon bei den letzten paar. Einmal schnell hier durchgehen. Cool, Kozilek. Butcher of Truth. Der ist dann bei auch 27 Euro. Niedrigster Preis auf Card Market. Aber ich glaube, Full Art ist eine andere Karte. Ich gucke es mir gleich mal in Ruhe an. Die paar Minuten gönnen wir uns noch. Und dann, wie gesagt, kommt auch bald das Collectors Display Video. Da mache ich dann auch ein oder zwei auf. Ich glaube eher eins. Schauen wir mal. Also jetzt erstmal hier mit weg. Hier machen wir auch ein bisschen Platz. So. Die kommen sowieso weg. Oder waren da. Nee, das ist wirklich alles Quark. So, wonach gucke ich zuerst? Ich gebe es manuell ein. Einzeln. Sanctuary. Da haben wir Double Masters Extras. Ja, das ist die auch direkt. Infoil, 2 Euro. Sieht nach Meer aus. War kein besonderes Land. Der Phyrexian Altar. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass zum Beispiel die phyrexianische Schrift drin ist. So, das ist diese Version. Infoil. Mal ein bisschen runterscrollen. Das sind 63 Euro die günstigste. Ja. Alles klar. Ist im Top-Zustand. Aber da ich ja für 530 Euro Displays geöffnet habe, ist echt nicht zu vergleichen mit Flesh und Blood, ne? Hier sind noch zwei Booster. Was ist mit mir los? Ich glaube, der alte Mann braucht eine Pause. Jei, jei, jei. Nichts. So. Nichts. Ich denke, das war leider nicht das geilste Opening aller Zeiten. Ja. Müssen wir gucken bei diesen Rare. Ich gucke jetzt nur diese eine. Harden Scales. Das ist Full Art. Infoil. 11,45 €. Ja, also da ist dann wirklich, wirklich, kommt dann auch gut was zusammen.
schaue jetzt aber nur noch die paar hier durch. Was kann ich hier dazu tun? Und ja, ich mache mal die Full Arts hier weg und gucke einfach nach den Mythics. Wir gucken jetzt einfach so. Crucible of Words. Das scheint die richtige. Ja, das ist die richtige Variante. 16,45 €. Hellkite Overlord. Okay, 1 Euro. Das ist ja himmelweiter Unterschied. Divine Visitation. Ja, hier ist schon ziemlich eindeutig, welche Version was ist. Promo ist sowieso klar. Etched Foil. Ne, alles klar. Das hier ist die für 3,40 €. Na, auch einen Euro. Acht Euro. Ja, da könnte man sich denken, na, war nicht das Geilste dabei. Ich mache direkt noch einen auf und schon ist man süchtig. Oder committed und will den Verlust wieder einfahren, aber... Es bleibt bei diesen zwei. Hier, 20 Euro. Und was haben wir hier noch? 3 Euro. Silumgar. Na, wo ist denn die Karte? Hier. 4 Euro. As foretold. 4 Euro. Ja. Wie Sie merken, die suche ich mal danach. Karador. Man kann auch Pech haben, so wie es den Anschein hat. Wie gesagt, 2,65 € pro Display. 1 Euro. Und da muss man hier mit den Foils was rausholen. Der Kotzi. Kotzi ist diese Variante. Yep, das ist die richtige. Wie gesagt, 26. Und dann haben wir zwei Chancen auf ein bisschen Kohle. Full Art. Na, hier. 20. Och ja, noch ein Kotzi. Ne. Zeig Reprints. Das dürfte die hier sein. Non-Foil. 50 Euro. Okay. Gut. Außer, ich habe jetzt was übersehen. Hier drin. Sind zwar 27 Euro ist viel. 50 und was haben wir gesagt? 65. Kann sein, wenn ich da einiges jetzt direkt loswerde und hier noch was Gutes dabei ist, dass man irgendwie ein bisschen wieder auf seine Kohle kommt. Aber Fakt ist, die Draft-Displays waren für mich jetzt nicht der Bringer. Die gehen einzeln raus. Alles klar. Dann beim nächsten Video sehen wir uns gleich wieder zu den Collector-Boosters. Tschö!